Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi. Herzlich willkommen zu Highland. Freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Mal gucken, ob wir das Level heute mal hier zu Ende bringen. Aber die Taktik ist es ja, unsere Protagonisten so ein bisschen aufzuwerten und aufzuleveln. Deswegen bauen wir hier noch so ein paar Schwerter. Greifen aber trotzdem natürlich auch dann und wann an. So, der Eldritch, der kann noch ein bisschen was einstecken. Der hält sich immer, der Saftsack. So, das war's gewesen. You lose six apple. War wieder irgendwas, hat er sich da ins Wasser gestürzt, in die Fluten, keine Ahnung. Gut, sind alle geheilt hier? Dann gehen wir mal hier hin und heilen mal eine Runde. Was ist das eigentlich? Wow, Overseer. Adds 46 Fortification Points. At the cost of 20 von da oben. Das kann sie doch mal eine Runde machen. Zack. Krass. Für 46 haben wir doch. Wir haben es doch dicke. Wir sammeln ja hier Ressourcen ohne Ende. Oh, die. Da müssen wir mal ein bisschen schauen. Die sind alle gesund. Dann können die da hin. End of turn. So, das kann sie ruhig. Nee, das ist nicht gut. Könnte sie sterben. So, you win. Sehr gut. So, 51. Jetzt kann sie hier nochmal eine Runde heilen. Und gehen vielleicht hier hin. Wird geheilt. Oh. Es wird nicht geheilt, es wird angegriffen. Ist mal Schluss mit lustig hier. Kann auch anders. Ach, scheiße. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ihn da unten. Oh, nein. Mist. Mist. Na gut. Schauen wir erstmal. So, sie kann auch weiter ein bisschen was einstecken. Macht sie auch. You win. Ist Level 2. Raper. Und die greifen jetzt hier nämlich an. Oder sind drauf. Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt habe ich den verloren. Das wäre natürlich furchtbar. Das wäre wirklich furchtbar gewesen. So, hat der denn schon so ein Ding? Nee, hat er auch nicht. Kann er mal nehmen. Und hier haben wir doch noch Leute ohne. Wer ist noch ohne Fahrschein? Hier die Edda zum Beispiel. So. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir machen. Jetzt kommen sie wieder an mehreren Fronten. Ich würde sagen, wir kämpfen an zwei Fronten gleichzeitig. Hier geht die Cecilia hin. Dann nehmen wir die Verona da mit. Und den ganzen Haufen nehmen wir darüber. Und dann alternativ kann sie doch auch mal. Ja, macht hier ihren. Ach, es geht nicht. Warte mal. Dann gehen wir mit allen hier hin. Moment, ich möchte nur sie auswählen, bitte. Dann macht sie ihren Spezialtrick. Ja. Und dann können die ja auch noch hier. Nee, können sie nicht. Hm. 26 brauchen wir eigentlich nicht, ne? Kann sie hier mit. Kann sie da ein bisschen mitmachen? Ja, mit der Auswahl, das ist manchmal ein bisschen tricky. So, also, wir lassen den. Ihn lassen wir hier. Sie macht ihren Spezialtrick. Was craftet er hier unten eigentlich noch? Craftet er überhaupt noch was? Nein. Haben wir noch irgendjemanden ohne? Da ist immer dieses kleine Item, verrät uns. Die sind alle ausgerüstet. Nee, eigentlich haben sie jetzt alle. Dann machen wir nochmal so einen Panzer, ne? Für unsere Kampfleute. Alternativ können wir auch das. Nee, die Spritze haben wir schon. Alternativ könnten wir auch nochmal. Leadership. Auch nicht schlecht. Könnten wir ihr nochmal ein bisschen Leadership geben, vielleicht?
Oder was ist das? Das ist doch diese Fähigkeit, dieses rote Fähnchen? Weiß ich jetzt nicht. Und wir könnten dem anderen noch, dem Eldritch, noch so eine Big Branch geben. Ah ja, machen wir erstmal noch so ein Ding. Ich hoffe, wir behalten die auch im nächsten Level, die Dinger, die wir jetzt craften. Sonst ist das natürlich alles für den Arsch. Hehe. So, 11 Schaden kann die gute Ella einstecken. Macht sie auch. 7. Nochmal 11 Schaden kann der gute Sven einstecken. 7. Jetzt sind wir schon bei 10 Schaden. Das sind ja hammerkrasse Leute hier am Start. Nehmen wir sie noch. Was? Ach, 6. 6. Ja, habe ich nicht gesehen. 2. Gewonnen. Ach, Freunde, wir machen gleich weiter. Wir machen gleich weiter. Müssen wir hier nicht lange rummachen. Sie macht hier ihren Spezialtrick nochmal. Was macht er hier eigentlich? Gar nix. And turn. Ein. Naja, das ist ja lächerlich. Was? 3 Schaden haben sie gemacht. Wow. So, jetzt sieht er da irgendwie eine Frau, die ihn rausruft. Come out and talk after an eloquent speech. Ja, das kann der Eldritch. Der sieht so aus, dass er eloquent sprechen kann. Und sie versprechen 30 Fortification. Haben wir bekommen in diesem Sektor hier, in diesem nämlich. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, sie macht nochmal so einen Spezialmove. Dann sind die hier nämlich auch platt. Und die beiden sind gesund, das heißt, sie wird nochmal ein bisschen heilen. Und der Eldritch ist nicht gesund, aber der kann hier auch ein bisschen Fortification noch machen. Dass wir das hier absichern. End of turn. Jetzt haben wir noch so einen Armor gemacht. Den kriegt vielleicht mal die gute Sassy. Oder wen haben wir denn hier noch? Die hat so ein Ding schon. Ja, von mir aus auch der Sven. So. Und der Eldritch, der könnte wirklich auch noch entweder mal so ein Spyglass oder auch so eine Big Ranch. Und die Sassy, kriegt die noch ein Armor? Oder lieber so ein Spyglass mal. Ich mach mal so ein Spyglass. Mal gucken, was das bringt. Ich könnte mir vorstellen, ich gucke sie mir mal an. Ja, das ist dieses Leadership-Ding hier. Dann geht das ein bisschen schneller, diese Orte hier einzunehmen. Von daher wäre das für die Sassy nicht schlecht und für den Eldritch eigentlich auch, weil das sind unsere beiden Leader, die wir haben. Und das Spyglass bringt, ja, plus 5. Ah, das bringt schon einiges. So, hier wird geheilt, da wird verteidigt. Und sie macht jetzt nicht ihren Spezialmove, sondern sie macht ihren Move, den sie kann, nämlich direkt attackieren. Jawohl, sehr, sehr gut. Gefällt mir gut. Alle gesund. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal. Ihr beiden geht noch hier mit hin. Dann wird hier jetzt klar Schiff gemacht. 3, 1. Kann auch sie mal ein bisschen was einstecken, ne? Ja, gar kein Problem. Weiter geht's.
8 könnte sie nehmen. Oder auch der Sven, der hat da diesen Panzer. Also nehmen wir den Sven. Ja. Dürfte eigentlich dann... You can now use a new skill. You lose the Molotov-Cocktail haben wir bekommen. Wie kann man den einsetzen? Ach, im Kampf jetzt wahrscheinlich. Das machen wir gleich mal. 85, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Wie ist es denn, wenn wir jetzt hier heilen und zum Beispiel den Eldritch hier hinschicken und ihm sagen, er soll hier mit dem Spyglass, ja, bringt ihm 5, das ist gar nicht schlecht, hier ein bisschen Leadership reinbringen. Zack. Hm? 2 Runden, dann hat er es nämlich. Bei ihr wären es auch 2 Runden. Machen wir noch ein Spyglass oder einen Brustpanzer? Das ist hier die Frage. Man kann beides immer gebrauchen. Man kann ja auch immer nach Bedarf auswählen. Also wenn wir da noch ein paar Dinger von haben, ist glaube ich nicht schlecht. Die sind ja nicht weg. Obwohl nächste Runde? Weiß ich nicht. Oder wir machen noch einen Molotow-Cocktail. Hm. Können wir auch machen für diese Mega-Armee da. Einen haben wir ja schon. 2 Runden haben wir noch einen. So, alle geheilt. Zack. Und Moment. So. Ja, können eigentlich hier auch mal ein bisschen... Wir können uns auch noch einholen als Bauernopfer. Brauchen wir nicht. Wir sind echt stark. Dürfte eigentlich nicht mehr viel schief gehen. So, das Ding haben wir. Ja, macht er auch nochmal mit. Mit seinem Milizia. Gut. Molotov-Cocktail. New enemies have spawned. Da unten zum Beispiel. Ja, macht uns aber nicht viel. Dann geht die ganze Gruppe nämlich da runter. Und nächste Runde dahin. Oder dahin. Vielleicht erstmal. Dann ist das kein Problem. Und wir haben einen Molotov-Cocktail gecraftet, den wir jetzt wahrscheinlich einsetzen könnten. Ach so, warte mal. Komm, eine Sache machen wir noch. Eine Sache machen wir noch. Zum Beispiel einfach noch das Beiglas für die Cassidy. Ja? Zack. So. Und ich wollte mal gucken, ob wir den Molotow einzeln jetzt equippen können oder ob das echt so ein Kampf-Item ist. Ja, das ist im Kampf sehr gut. Kann man auch mal gebrauchen. End turn. Jetzt müssen wir jetzt 2 Molotow-Cocktails... Jawohl. 15 to the enemies. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Das heben wir uns auf für den Endkampf. Und Schaden kann ruhig der Sven mal einstecken. Der hat jetzt 17. So. Gewürfelt haben wir ein. Warum hat er was verloren, wenn er diesen Panzer anhat? Verstehe ich nicht ganz. Egal. Ist wie es ist. So, was machen die jetzt? Hier mit hin. Ja, komm. Dann wird hier angegriffen. Mal einen Molotow reingehauen. Wobei die hier, ohne sie, könnten auch hier hingehen. Das ist mir zu gefährlich. Ich möchte hier keinen verlieren von unserer Truppe. Deswegen lassen wir die alle zusammen. Und gucken einfach mal. So 18 Schaden. Das kann er nicht wegstecken. Sie kann es wegstecken. Wir können alternativ, weil das ist echt Enemy Defender. All damages during a turn. Dem hauen wir mal so einen Molotow hin. Zack. Hahaha. So, jetzt sind wir schon nur noch bei 9 Schaden. Bei 9, Freunde. Den kann sie nämlich auch einstecken. So. Der Typ ist tot. Jetzt sind wir bei 5 Schaden. Können wir sogar so lassen.
Ah, Molotow ist gut. Und es scheint so, als sei es das gewesen. Er wird jetzt Truppen zum Boden des Fahrstuhls schicken, um dies Gebiet zu sichern. Ich sollte sie begleiten. I want to see with my own eyes how it's going below. Also die Cersei will mit. Ganz ruhig, junges Mädchen. Hold your horses. Ich werde dich nicht alleine darunter lassen. Aber Mutter, nein. Und Leoric und Mika auch nicht. Bitte was? Ja, und nun? Ja klar ist das kein Spiel, aber... When we are sure it's safe, we'll progress further. Until then, I'll hear no more of it. I won't stand for any disobedience. Jetzt fängt ihr auch noch an zu schimpfen. Ja, wen schicken wir denn da runter? Ja, Freunde, auf jeden Fall haben wir das Level geschafft. Das Kapitel gelöst und ja... Frisch und frei geht es in der nächsten Folge in ein neues Kapitel. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.